1944 im Januar wurden wir eingezogen, Jahrgang 27 und 28, als Luftwaffenhelfer. Da konnte man sich gar nicht gegen wehren, das musste einfach. Eigentlich nicht, nein. Ich wüsste nicht wie. Ich muss aber auch dazu sagen, wir waren ja auch begeistert. Wir waren ja so erzogen worden. Und wir hatten schon Angst, dass wir vom Krieg gar nichts mehr mitkriegten. Damals. Also wurden wir Luftwaffenhelfer am 5. Januar 1944. Und in welcher Klasse waren Sie da gerade? Da war ich in der 5. Klasse Oberschule. Wir wurden dann ausgebildet in Hannover-Wittbergen, 4 Wochen lang. Dann wurden wir aufgeteilt, also aus allen Schulen war das in Hildesheim. Dann wurden wir aufgeteilt auf die verschiedenen Batterien in und um Hannover rum, möglichst nahe an Hildesheim, weil wir auch Schule hatten. In der Woche 18 Stunden Schule. Das klappte aber nicht so ganz, weil viel Fliegeralarme dazu kamen. Und wenn wir viel Alarm in der Nacht hatten, konnten wir morgens länger schlafen. Dann konnte der Lehrer wieder nach Hause fahren. Das ging natürlich immer vor. Das ging natürlich immer vor. Ja, natürlich. Ihr Flak-Dienst. Ja, ja. Also man kann sozusagen sagen, Schule plus Flakhelfer, das ist ein Fulltime-Job. Ja. Wie ist das denn? Sie haben eben gesagt, dass Sie da eigentlich ganz fasziniert von waren. Aber war das 1944 nicht auch schon in der Zivilbevölkerung durchgedrungen, dass dieser Krieg eigentlich gar nicht mehr so richtig zu gewinnen ist? Ja, das durfte man bloß nicht laut sagen. Aber wie gesagt, wir waren ja erzogen, also den Krieg gewinnen wir bestimmt, nicht? Und wir wollten da noch helfen, damit es auch klappt. So verbohrt war man eben. Ne? Wir waren noch begeistert dabei. Und können Sie das mal beschreiben? Also Sie waren dann, waren Sie immer auf der gleichen Flakstellung? Nein, wir wurden ausgebildet 4 Wochen lang mit, also mehrere, nicht nur unsere Klasse. Wir waren etwa 20 Leute. Wir blieben immer zusammen, wegen der Schule auch. Wir blieben erst in der Batterie, dann wurden wir versetzt, wurden 14 Tage ausgebildet, das war eine 10,5 Batterie. Dann wurden wir ausgebildet an der leichten Flak Vierling. Dann kamen wir über Ostern 1944 zum Fliegerhaus Fassberg. Da hatten wir aber keine Vierlingsgeschütze, sondern Sologeschütze. Die waren nur in die Heide hingestellt. 2x3 Geschütze. Und wir mussten uns die Stellung selber ausbauen. Das heißt? Das heißt um die Geschütze herum. Ein kleiner Wall als Schutz. Gegen was? Gegen die Tiefflieger, die uns angreifen dann. Denn wir waren ja dazu da, sie abzuwehren und die wehrten sich natürlich auch. Und wir haben nicht geglaubt, dass wir zum Schuss kommen irgendwie. Aber nach einigen Tagen ging es tatsächlich los, ein schwerer Angriff, Tiefangriff auf den Flughafen Fassberg. Und wir haben mächtig geschossen. Und haben auch Erfolg gehabt, nur den Erfolg können wir ja nicht sehen. Denn der Flieger fällt ja nicht gleich hinter uns runter. Ne? Und woran merkt man dann, dass er getroffen hat? Das kann man selber gar nicht merken. Und woher wussten Sie, dass Sie Erfolg hatten? Das hat der Batteriechef uns ja verkündet. Denn die hatten ja eine andere Übersicht, nicht? Was getroffen war. Aber der Flughafen war auch schwer getroffen. Die haben viele Flugzeuge in Brand geschossen. Hatten Sie da Angst? Zunächst ja. Wenn man da steht am Geschütz, ich war Ladeschütze, musste das Magazin einwerfen und habe da hingesehen und Sie sehen, dass aus 4 Rohren auf Sie gefeuert wird, dann glauben Sie, die kommen alle genau auf Sie zu, nicht? Dann habe ich doch gezittert ein bisschen. Und dann habe ich mir beim zweiten Magazin gesagt, du guckst gar nicht mehr hin, wenn sie dich totschießen, brauchst du ja nicht zugucken. Und dann klappt es besser.